In diesem Video zeige ich euch, wie man Raids manipuliert, dass man immer diese Pokémon bekommt, die man gerade sucht. Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, ich bin's mal wieder, euer Belias LP, mit einem weiteren Guide zu Pokémon Schwert und Schild. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mittels eines Datum-Verstell-Glitches die Pokémon-Nester in der Wild Area so lange resetten könnt, bis das Pokémon darin auftaucht, welches ihr eigentlich sucht. In der Videobeschreibung habe ich eine Website verlinkt, wo ihr nachschauen könnt, welche Pokémon in welchen Nestern auftauchen können. Um diesen Glitch heute benutzen zu können, müsst ihr übrigens in euren Einstellungen der Switch gehen und Datum synchronisieren mit dem Internet auf Ausschalten. Nun geht ihr im Pokémon-Spiel auf Einstellungen und stellt die Textgeschwindigkeit auf 1, einfach um sicher zu gehen. Dies verlängert nämlich den Zeitraum zwischen den Textboxen und dem Speichern des Spiels und ermöglicht so diesen Trick überhaupt erst. Danach speichern wir das Spiel, das ist ganz wichtig. Nun sprechen wir eines der Pokémon-Nester an, bis wir einen Wunschbrocken hineinwerfen können. Wunschbrocken könnt ihr übrigens von den Händlern in der Wild Area erwerben. Und es gibt zwei Arten von Lichtstrahlen, die nach dem Einwerfen eines Wunschbrockens aus einem Pokémon-Nest kommen können. Den herkömmlichen, leicht durchsichtigen, dunkleren und den kräftigeren, hellen, pinken Strahl. Diese bestimmen, welche Art Pokémon in den Nestern auftauchen können. Wenn euch das Spiel fragt, ob ihr speichern wollt, wartet ihr kurz ab, bis ihr sehen könnt, welchen der zwei Lichtstrahlen ihr bekommt. Drückt dann schnell auf die Home-Taste, um das Spiel vor dem Speichern zu pausieren, beendet die Software und startet das Spiel erneut. Nun könnt ihr so oft ihr wollt denselben Wunschbrocken in das Nest werfen und immer wieder mit dem Home-Button ins Menü gehen und neu starten, bis ihr den gewünschten Lichtstrahl im Nest bekommt. Wenn ihr den gewünschten Lichtstrahl habt, könnt ihr die Textgeschwindigkeit wieder auf 3 schalten und wieder abspeichern. Das Abspeichern ist hier ganz wichtig, denn an der Stelle werden wir jetzt öfters resetten. Und jetzt kommt der eigentliche Glitch. Wir sprechen das Nest an, schauen, welches Pokémon drin ist und wenn es nicht das Richtige ist, gehen wir wie folgt vor. Wir gehen auf Mitspieler suchen, drücken dann die Home-Taste und gehen auf Einstellungen. Dort scrollen wir runter bis Konsole und dann auf das Datum. Wir schalten einen Tag vor, gehen wieder zurück ins Spiel und brechen dort die Mitspielersuche ab. Wichtig, der Trick funktioniert nur, wenn ihr in euren Switch-Einstellungen Datum mit dem Internet synchronisieren auf ausgestellt habt. Dann drücken wir den Pokémon-Nest-Bildschirm weg, sprechen das Nest erneut an und bekommen auch wieder unsere 2000 Watt. Hierbei resetten wir dann das Pokémon, welches im Nest auftaucht, auch wenn es manchmal aussieht, als wäre dasselbe drin. Diese Methode ist übrigens auch sehr effizient, um Watt zu farmen. Ihr könnt nun so oft ihr wollt mit dieser Methode das Datum um einen Tag vorstellen und nachschauen, welches Pokémon nun im Nest auftaucht, bis ihr das Pokémon bekommt, welches ihr gesucht habt. Welche Pokémon in welchem Nest auftauchen, könnt ihr auf der Website nachschauen, welche ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Übrigens resettet diese Methode auch alle zufälligen Items, die mit einem Glitzern in der Wild Area auftauchen können und ist somit gut geeignet, um Items zu farmen. Dieser ganze Trick funktioniert übrigens auch im DLC-Gebiet. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, dann schreibt es mir in die Kommentare und ihr könnt mir ja auch reinschreiben, welche nicen Pokémon ihr in letzter Zeit mit diesem Trick im Spiel fangen konntet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mal in meine Livestreams reinschaut. Ich streame dienstags und freitags um 18 Uhr und sonntags um 15 Uhr auf www.twitch.tv/belias_lp. Und dann würde ich sagen, ich bin euer Belias LP. Bis dahin, ciao, ciao.